Ich bin Arne Feuerstein. Aber eigentlich bin ich Pädagoge. Mein Name ist Arne Lifson und ich arbeite als Artist, Zirkuspädagoge momentan, aber hauptsächlich als Artist. Bin ausgebildeter Zirkus- und Theaterpädagoge, habe Sonderpädagogik studiert, Ergotherapie gelernt, Darstellendes Spiel studiert. Ich habe meine Berufung, würde ich sagen, es ist wirklich Menschen zu begeistern. Und das tue ich momentan fast jedes Wochenende. Also der Ablauf einer Show, das kommt immer darauf an, wo, wer und was, wenn ich jetzt wirklich eine klassische Straßenshow spiele, bei Straßenfesten, Mittelaltermärkten oder so, dann muss ich erstmal das Publikum sammeln. Ey, bis ich da oben bin, hätte ich wenigstens aushalten können. Also na, kommt jetzt auf die Bühne, Arne Feuerstein! Dann fange ich an, Kunststücke zu machen. Dann heißt es Publikum halten und noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute. Und dann irgendwann das Ganze zu einem pompösen Finale bringen und mit einem gezielten Hutspruch den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ah, ist kein Problem! Oh, nicht ganz so leicht jetzt auch noch. Das Ganze vor so vielen Menschen auch noch schwer aussehen zu lassen. Die Rollen haben eins gemeinsam, wirklich Menschen zu begeistern. Und da ist es auch egal, ob die ganz klein sind oder ganz jung sind oder ganz groß oder ganz alt oder ob sie Handicaps haben oder nicht. Das ist eine Sache, ich passe das individuell an. Also in der Grundlage, Menschen begeistern und sie für diesen Moment mitzunehmen in meine Welt. Also gerade bei Kinderprogrammen ist es so, große Augen und die voll reinzuholen. Und ich brenne wirklich für meinen Beruf im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich mache das mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Und dieser Funke, das ist mein Anspruch, der soll überspringen. Hey, den habe ich. Das spektakuläre Ende und blablabla. Yeah! Also ich habe schon als 13, 14, 15-Jähriger, also im Teenageralter, Kinderferienlager betreut und dort zirkuspädagogisch gearbeitet und den Kindern Jonglieren beigebracht. Habe selber über diesen Weg gelernt. Die Zeit, die mir auch da ermöglicht wurde, ich habe dann mit dem Studium ausgesetzt und habe wirklich gesagt, so alles klar, das ist es, das wollte ich schon immer, da geht's jetzt hin. Und dann habe ich das genutzt, um diese zirkuspädagogische Ausbildung zu machen.